Keine Pirouetten, keine gewagten Sprünge, dafür aber voller Körpereinsatz. Bei der ersten Bobbycar-Meisterschaft auf der Brandenburger Eisbahn gingen am Wochenende mehrere Teams an den Start. Mit kleinen Flitzern jagten sie den übergroßen Ball hinterher, sehr zur Freude der Zuschauer. Am Ende siegte die Mannschaft der Eisbrecher. So Leute, ihr habt heute den Pokal geholt. Ja, was war das für ein Gefühl heute? Also ist schon mal schön, hier so einen großen Pokal zu gewinnen. Und einfach überragend. Wie lange habt ihr geübt hier? Wie habt ihr euch vorbereitet? Wir haben uns gar nicht vorbereitet und einfach drauf losgegangen. Und jetzt haben wir gewonnen. Selbstverständlich wurde der Sieg im Anschluss kräftig gefeiert. Übrigens, eine Neuauflage der Bobbycar-Eismeisterschaft stellten die Veranstalter bereits in Aussicht. Schiri, 1-0, alles klar, gut. So,